Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. So, diese Bank hier ist offenkundig verkehrt rum. Nein. Wo wir den Grant bekommen haben für den Zuschuss, denn wir haben jetzt überall Gefangene, die hier ausgebildet werden. Beziehungsweise die müssen noch ausgebildet werden, deswegen hier Sicherheit und Hygiene in der Küche. Da machen wir jetzt mal den Kursus. Sehr gut. Ja. So sieht's aus. Funktioniert alles. Und hier unten, das funktionierte auch. Das heißt, hier können wir jetzt noch ein paar Zellen anbauen. Wir müssen ja auf 50 kommen. Das mit den Trakten gefällt mir übrigens auch noch nicht. Also wir müssten irgendwie... Ich meine... Ich glaube, wir werden dann zum Add-on nochmal neu probieren. Wie wir das hier spielen. Und wie war das jetzt mit diesen Pfeilen auf dem Boden? Da wollte ich eben nur mal gucken. Wir haben Schilder. Logistik. Nee. Wie war denn das? Ich hatte das auch gerade noch gesehen. Man kann normalerweise ja sagen, dann, wo die langlaufen sollen, dürfen und wo nicht. Und das würde ich natürlich gerne tun. So, hier waren die Fundamente. Türen, Räume. Bequemes Bett, auch wie schön. Einsatz. Ah ja, genau. Richtung Häftlinge. Besucherausrichtung, Richtung andere. So dass man zum Beispiel sagen kann, die Häftlinge sollen durch die Tür rein und durch die Tür raus. Und das geht auch so halbwegs. So, jetzt steht hier keine Wache in der Nähe. Eventuell müssen wir hier noch so eine Wache mit dazustellen. Ach, doch, da kommen welche. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Die ärgern sich natürlich auch. Ja. Oh. Oh. Die hat eine dicke Nagelpistole mitgenommen. Ja. Der kommt jetzt erstmal hier, Freundchen. Hier, Barry, ne? Deswegen bist du zur... Du warst einer der Ersten, der sich hier oben freigeschaltet hat für die... Für die Gefängnisarbeit, nur damit du mich hier hintergehst und eine Bohrmaschine mitgehen lässt. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Barry. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ich habe dir eine Chance gegeben. Ich habe dir eine Chance gegeben, Barry. Ich habe an dich geglaubt. Unfassbar. Unfassbar. Ja, Kantine. Die müssen wir ausbauen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir setzen hier nochmal an. 4000. Ja, wie groß machen wir das denn wohl? Wir machen es erstmal so und dann gucken wir mal. Ja, das ist traurig, der Barry. Tja. So kann man sich in Menschen irren. So, wir gucken uns mal ein bisschen an. Gefängnisarbeit hatten wir eingeteilt. Nahrungsmittelversorgung. Die sind alle hier in der Küche. Mahlzeit benötigt 24. Mahlzeiten fertig 0. Mahlzeiten gekocht. Da sollte man gleich vorm Essen mal drauf gucken. Dann Wäschereieinteilung. Scheint für alle. Kann ich nicht irgendwie... Ich bin verwirrt. Kann ich da nicht alle? Hallo? Nun gut, Raumqualität. Aha, hier sieht man auch. Ah. Sehr niedrige Bewertung für meine Zellen. Ist ja schon so ein bisschen enttäuschend. Was ist jetzt los?
Ah, ich habe hier irgendwie gerade alles durcheinander gebracht. So. Ich bin verwirrt. Was muss ich denn jetzt hier? Soll hier Personalraum versorgen, ne? Genau. Soll. Personalraum versorgen? Und die Kantine. Und sich die Sachen von hier holen. Oder? Und die Kantine? Ich bin verwirrt. Die Ansicht. Moment. Kantine, da haben wir ja irgendwas kaputt gemacht. Die Ansicht, die Ansicht Nahrungsverteilung zeigt Ihnen, welche Zellenblöcke von welchen Kantinen versorgt werden und welche Küchen welche Kantinen versorgen. Sie sehen auch das aktuelle Angebot und die aktuelle Nachfrage der derzeit aktiven Küchen und Kantinen. Das Essen beginnt 4 Stunden vor der nächsten. Das Kochen beginnt 4 Stunden vor der nächsten Essenszeit. Mit Linksklick auf einen Zellenblock und danach auf eine Kantine zwingen Sie den ausgewählten Zellenblock dazu, diese Kantine zu besuchen. Auf die gleiche Weise können Sie festlegen, welche Küchen welche Kantinen versorgen. Ein Rechtsklick auf eine Zelle setzt die Versorgung auf Standard zurück. Halten Sie während des Linksklickens die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Räume auszuwählen. Wenn die Zuweisung einer Kantine zu einem Zellenblock oder einer Küche nicht so funktioniert wie erwartet, können Sie die Zuteilung mit Rechtsklick zurücksetzen. Wenn Ihr Angebot für eine Kantine zum Essenszeit nicht ganz aufgefüllt wird, ist das dann... Wenn Ihr Angebot für eine Kantine zur Essenszeit nicht ganz aufgefüllt wird, ist dies ein Anzeichen für eine Überlastung und dafür, dass Sie mehr Essen gekocht haben müssen. Okay, wir klicken rechts und es soll sich zurücksetzen. Funktioniert nicht. Wir klicken hier rechts. Geht auch nicht. Es wird nur eine Mahlzeit benötigt. Rechtsklicken funktioniert nicht. Shift-Rechtsklicken geht auch nicht. Linksklick mit Shift auf Zellen. Geht auch nicht. Das funktioniert so nicht. Oder muss ich das laufen lassen? Oder muss ich jetzt den hier? Ist das denn jetzt ein Block? Also hier ist auf jeden Fall jetzt alles versorgt. Puh. Das ist aber jetzt... Okay, Micromanagement. Ich hab's mir ja gewünscht. So, Gefängnisarbeit. Okay, dann Küche. Achso, das ist für die Einzelzellen. Und das ist das hier. Okay, habe ich verstanden. So, der wird versorgt, der wird versorgt. Die werden von den Köchen selber versorgt, von der Küche selbst versorgt. Genau. So, dann Wäscheverteilung habe ich auch irgendwie kaputt gekriegt. Aber das scheint ein Block zu sein. Kriegen die auch Wäsche? Nein. Okay, Raumqualität. Kriegen die Wäsche? Mindestens 6 Kästen, mindestens 9. Büro, Dusch, Fernseher, Bücherregal, Stuhl, Hocker. Ziervogel? Weiches Kissen. Insasse berechtigt 4 zu bewerten. Alles klar. Temperatur ist auch übrigens überall muckelig warm, ne? Sehr gut. Ja, Wäscheverteilung. Mich ist etwas irritiert. Ist das jetzt der gesamte Block hier? Ist das ein Block? Ja, das ist alles ein Block. Okay. Dann sollte es passen. Gut. Sehr gut. Dann kann es weitergehen. Ja, Mensch. Gut, dass wir uns das mal in Ruhe angeschaut haben. Sonst hätten wir alles verfugelt und es wäre da tausende böse Kommentare gegeben. So, dann müssten wir natürlich noch hier
Habe ich schon ganz wieder vergessen. Wir wollten hier ein Türservo einbauen. Und hier. Die brauchen, glaube ich, auch dedizierten Strom. So. Und hier wollte ich so eine Art Innenhof machen, ne, der so richtig schön aussieht. Was ist denn mit der Küche los? Achso, die müssen die natürlich auch anlernen. Dann ist hier auch der Waschtrupp unterwegs. Und Arbeit, Freizeit, wollen wir jetzt gucken, ob hier draußen der Gefangene rumlaufen. Jetzt nicht mehr. Guck, siehst du? Oh, was ist jetzt wieder? Kantinenzugang. Oh, was? Warum? Kantine. Okay. So. Jetzt. Okay, jetzt haben wir auch Kantinenzugang. Genau, die müssen wir vergrößern. Jetzt haben wir hier Zugang benötigt. Und da würde ich sagen, reißen wir dazu hier diese Wand mal ein. Und dann können wir die Kantine hier weiter ausbauen. So, dann hätte ich es gerne, dass die hier reinlaufen und da rauslaufen. Also hier eine zweite Tür, wo sie rauslaufen. Auch mit Metalldetektor. Und ich glaube auch, dass sie diesen Bereich hier noch ein bisschen vergrößern müssten. So. Wie sieht es denn bei den Bedürfnissen aus? Hier lernen jetzt Leute in der Küche zu helfen. Das ist gut, aber haben wir nicht so viele Personalkosten. Wir müssen weiterhin Literatur, Spiritualität und Luxusgüter. Da müssen wir so ein kleines Liedchen vielleicht mal machen. Und dann machen wir hier vorne das Folgende. Und wir sagen jetzt hier, das ist alles noch weiter Kantine. Und dann können wir jetzt hier auch endlich unsere eigenen Lampen setzen. Gut, bei solchen Räumen hätte das echt die Bauarbeiter selber machen können. Aber hinterher ist immer eher schlauer. So. Gut. Dann glaube ich. Oh. Aha. Wolltest du in der Küche arbeiten? Und was hast du mitgehen lassen, Freund? Ja. So wird einem das gedankt. Wow. Ja, kommt auch in Einzelhaft. Tja. So, was fehlt denn hier? Es sind keine Küchen vorhanden, die Essen an diese Kantine liefern. Warum nicht? Ach, wurde das jetzt wieder resettet, weil ich... Aha. Warte mal. Kantine. So, und dann Logistik. Nahrung. Küche. Nee. Wäsche. Gefängnis. Raum. Hier, Küche. So. Gut. Und dann würde ich sagen, legen wir noch ein paar Stromkäbelchen. So. Da haben wir auch was zu tun. Ja, und dann käme jetzt als nächstes hier ein bisschen weiter der Ausbau. Ich überlege gerade, ob wir die Zellen nicht wirklich noch ein bisschen aufwerten. Aber durch was... Die haben hier Bett, vielleicht so ein kleines Nacht, dass wir so ein kleines Bücherregal in jede Zelle reinpacken, weil die wollen ja alle lesen. Das sind allerdings die großen. Gibt es da auch so ein kurzes Bücherregal? Hm, ja, das ist ja wirklich sehr kurz. Hm. Bücherregal, verbessert, bla 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 für Zelle. Guck, da ist sogar eine Bibel dabei. Ein Koran und eine Bibel.
Ich halte das für eine gute Idee. Es ist nicht der Luxus, aber ich denke mal, immerhin können wir damit auch das Bedürfnis nach Spiritualität. Zelle, Unterrichtsraum, Schlafsaal, ja. Ein bisschen decken. Genau, und ja, das Ziel natürlich immer noch. Oh. Oh, oh, oh. Wir haben ganz viele Häftlinge nicht gefüttert heute. Und diese Bank ist verkehrt rum. Das ist nicht gut. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir hier, weil jetzt auch die Gefangenen hier unterwegs sind, nochmal in Herde investieren. In die Herde. Und hier oben nochmal in Kühlschränke. Just to be on the safe side. Gut. Und was haben wir an Exporten? Ach so, das ist jetzt hier oben. Ja, durch die Werkstatt. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir die auch ausbauen. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Prison Architect. Würde ich mich sehr freuen und sage danke fürs Zuschauen. Und da schauen wir mal. Wollte ich ja noch den Ausgang bauen, ne? Eingang, Ausgang. Da können wir vielleicht eventuell sogar die Metalldetektoren woanders hin machen. Aber ich wollte, dass die hier beim Reinlaufen in der Kantine vorbeilaufen, ne? Ja. Wir schauen mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in Prison Architect. Danke für eure Kommentare und die Daumen.